Ich bin auf dem Weg zu meiner Freundin Babsi. Die zieht nämlich um nächste Woche und die hat Kratzer im Parkett. Und das darf auf keinen Fall der Vermieter sehen. Der ist nämlich sehr pingelig. Sie will natürlich auch nicht, dass sie irgendwas bezahlen muss oder so. Und deswegen habe ich jetzt hier mein Erste-Hilfe-Köfferchen gepackt. Wir gucken mal, was wir da machen können. Wir sind jetzt im Zimmer von Babsi. Das ist Babsi. Und Babsi hat das Problem, von dem ich vorhin gesprochen habe. Wir haben jetzt zwei Dinge vor. Und das Erste, was wir versuchen werden, ist, die Dellen aus dem Boden rauszukriegen. Und das Zweite sind Kratzer, die wir ausbessern wollen. Mal gucken, ob wir es überhaupt noch müssen, wenn die Dellen weg sind. Wenn sie weg sind, das zeigen wir euch dann. Ihr braucht Möbelpolitur und ein weiches, sauberes Tuch, ein kleines Handtuch, ein Bügeleisen, ein Glas Wasser, Schleifpapier oder ein Schleifgerät und Küchenrolle. Wir schleifen jetzt diese Dellen ab, weil die sind ja versiegelt mit so einem Lack und wir wollen es ja so aufquellen von drinnen mit dem Wasser. Genau, die Holzfasern müssen geöffnet werden. Genau. Und das Wasser kann dann natürlich nicht eindringen, wenn da diese Versiegelung drauf ist. Deswegen müssen wir die jetzt erstmal runterschleifen. Wir haben jetzt gerade das Problem, dass diese Dellen so klein und schmal sind, dass man zwar außenrum das abschleifen kann, aber ganz schwer da so reinkommt, da wo das Wasser eindringen soll am Ende. Das ist, und wir wollen nicht zu großflächig hier irgendwas schleifen, weil wir Angst haben, dass der Boden dann krass die Farbe verändert und wir das am Ende, dass es dann halt einfach noch schlimmer aussieht als vorher. Da bin ich nämlich tot. Der Zwischenstand ist, dass es schlimmer aussieht als vorher, aber ich hoffe, wir werden das ändern, wenn nicht mehr ein Scheiß. Okay, let's try it. Ja? Ja. Aber die Farbe ist jetzt wieder fast ja gleich. Wir haben jetzt hier ein feuchtes Tuch, weil das Bügeleisen darf man nicht einfach so auf den Holzboden legen, logischerweise. Und das legen wir jetzt über die Stelle, die wir gerade mit dem Wasser bearbeitet haben. Und da kommt jetzt das ganz, ganz heiße Bügeleisen drauf. Ich glaube, du musst es schon richtig da drauf machen, oder? Es zischt. Es ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich könnte mir gerade keinen spannenden Kino sehen. Also ich finde, wir könnten jetzt mal einen Blick riskieren. Blick riskieren. Okay. Ah, sieht genauso aus wie vorhin. Oder? Die Dellen sind noch da. Oh no. Guck mal, der hier ist hochgekommen. Das war nämlich eigentlich tiefer. Weil das Ergebnis ja bis jetzt noch nicht so wahnsinnig befriedigend war, werden wir das jetzt nochmal abschleifen und dann nochmal die ganze Prozedur machen mit dem Wasser und dem Bügeleisen und so weiter. Wie gesagt, vorher ein bisschen gründlicher abschleifen diesmal. Und dann werden wir es mit Möbelpolitur behandeln und hoffen, dass es dann genauso schön glänzt wie der Rest des Bodens. Wenn das nicht klappt, dann überlegen wir nochmal weiter. Aber so gehen wir jetzt erstmal vor. Ja. Alles wird gut. Alles wird gut. So, wir haben jetzt mal den Dampf angemacht. Das ist, glaube ich, sehr schlau. Haben wir vorher nicht drauf geachtet. Und jetzt dampft es und wir versprechen uns sehr viel davon. Ist es wirklich besser geworden? Es ist besser geworden. Krass, ja. Doch, doch. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Wir dürfen jetzt noch nicht polieren, weil es soll abkühlen. Also
Also ich bilde mir ein, es ist wirklich besser geworden. Die hier ist, glaube ich, auch nicht mehr so tief, wie sie vorher war. Oder? Nee, wirklich nicht. Wir polieren das Ganze jetzt mal mit einem sauberen, weichen Tuch. Genau, jetzt erstmal dünn. Ne? Voll matt. Aber dafür sieht man die Dellen nicht mehr so. Ein paar Sachen sind besser geworden, aber es hat jetzt irgendwie so unterschiedliche Farben und wir müssen mal gucken, ob wir das jetzt gleich noch retten können. Was heißt retten? Es ist perfektionieren. Genau, sehr schöner Ausdruck. Sag, wie dir das Ergebnis gefällt. Also das Ergebnis ist, also es hat den Sinn erfüllt, die Dellen sind weg, die Kratzer sind auch nicht mehr da. Also ich bin echt überrascht, dass es wirklich mit diesem Bügeleisenwasser mit der Methode geklappt hat. Man sollte auf jeden Fall das Dampfding da benutzen, ich glaube, das hat was gebracht. Und mutig sein. Mutig sein beim Abschleifen, sehr guter Tipp auf jeden Fall. Das Einzige, was mich jetzt am meisten noch stört, ist, dass man durch das Abschleifen noch die Spuren sieht, also die Fläche von dem Parkett, des Parketts, wir wollen in einem Genitiv bleiben, das ist halt sehr matt. Man muss dazu sagen, Babsis Boden glänzt extrem krass, also wir haben es probiert mit Möbelpolitur halt anzugleichen, aber der Boden glänzt einfach krass, deswegen wirkt diese Stelle halt im Vergleich so ein bisschen matt und das stört Babsi. Also um diese matte Stelle glänzend zu kriegen, so glänzend zu kriegen wie den Rest, wird Babsi jetzt nochmal leider alleine in den Baumarkt gehen und sich entweder irgendeinen Lack besorgen oder einen Wachs. Sie wird einen freundlichen Baumarktmitarbeiter fragen, was sich da am besten eignet. Und ich hoffe sehr, du wirst es mir erzählen, dass es dann wirklich alles schön ist. Also im Großen und Ganzen, bist du zufrieden oder bist du enttäuscht? Ich bin zufrieden. Gut. Gut. Gut, das war's jetzt aber wirklich. Tschüss. Tschüss. Es gibt jetzt doch noch einen kleinen Nachtrag, der Vollständigkeit halber, wollte ich euch jetzt doch noch mal erzählen, was Babsi noch gemacht hat, nachdem wir weg waren. Und zwar hat sie mir nämlich genau am nächsten Tag noch eine Sprachnachricht geschickt, dass sie super happy ist mit dem Ergebnis, dass sie im Baumarkt war, sich beraten lassen hat und einen Parkettlack gekauft hat. Wichtig war, und so wurde ihr das auch erklärt im Baumarkt, dass sie den Lack mit Wasser verdünnt und verdünnt aufträgt, damit man nicht so eine Kante sieht. Weil sonst ist der zu dickflüssig und dann kriegt man vielleicht so eine Kante. Aber sie meinte, das hat super geklappt mit dem Verdünnen. Sie hat es einfach mit einem normalen Pinsel aufgetragen. Dadurch ging dieses Matte weg. Die Dellen waren ja sowieso schon ausgebessert. Und sie war super, super, super happy. Und ich lüge auch nicht, ich würde es euch sagen, wenn es nicht stimmen würde. Sie war super glücklich mit dem Ergebnis. Und wohl kann man das zweimal oder sollte man zweimal überlackieren. Sie meinte, bei ihr hat einmal gereicht. Wie gesagt, schön mit Wasser verdünnt. Alles ist gut gegangen. Also sie ist ausgezogen aus der Wohnung. Ihr Vermieter hat nicht gemeckert. Der Boden sah schön aus und alles war gut. Was ich auch noch sagen wollte, falls ihr euch gewundert habt, dass ich an manchen Stellen so komisch flüster, der Vermieter, während wir das gemacht haben, war in der Wohnung. Das heißt, immer wenn es darum ging, dass irgendwelche Dellen im Boden sind, wollte ich das nicht zu laut sagen. Er hat nichts mitgekriegt, aber ich war lieber vorsichtig. Deswegen wundert euch oder habt ihr euch wahrscheinlich darüber gewundert. Das ist die Erklärung dafür. Ich war super überrascht über diese Methode. Ich war so skeptisch, ob das wirklich funktioniert mit dem Wasser und dem Bügeleisen und mit dem Aufquellen von dem Holz und dass die Dellen dann auch wirklich weg sind. Aber es hat erstaunlich gut funktioniert. Ich werde euch die einzelnen Schritte auch noch mal in die Infobox reinschreiben, wem das jetzt irgendwie nicht übersichtlich genug war oder so. Und auch hier wieder, seid mutig mit dem Abschleifen, weil es ist wirklich wichtig, dass die Beschichtung, die auf dem Holz ist, weg ist. Und alles andere habe ich ja gerade erzählt, mit dem Lack könnt ihr danach wieder herrichten, aber das muss erstmal runter. Ich hoffe sehr, es hat euch geholfen und wenn ihr so Spurenstellen habt, dann wisst ihr jetzt, was zu tun ist. Traut euch, es bringt was und mal gucken, wann es den nächsten Erste-Hilfe-Kurs gibt. Bis dann!